Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße Sie zu unserem Neuwoges-Magazin. In der Juli-Ausgabe haben wir wieder viel Informatives rund um den Neuwoges-Konzern für Sie zusammengestellt. So wird es sich um Aufzüge, aber auch um Treppenstufen drehen und um Digitalisierung. Nummer 1 in unserem Magazin ist aber einmal mehr ein aktueller Immo-Tipp. In der Horst-Jonas-Straße liegen umfangreiche Modernisierungsmaßnahmen der Neuwoges in den letzten Zügen. Dadurch entstanden in dieser optisch nun ansprechenden Häuserzeile attraktive, zeitgemäß ausgestattete Wohnungen. Einige Ein-, Zwei- und Dreizimmerwohnungen sind noch frei und warten auf Sie. Auch mit diesem Ausblick. Genießen Sie die Vorteile einer infrastrukturell gut eingebundenen Wohngebietsrandlage mit Park- und Gartenlandschaft direkt vor dem Fenster. Das Beste ist, es kann nicht nur geschaut, sondern mitgestaltet werden. Ein Gemeinschaftsgarten lädt zum aktiven oder erholsamen Abschalten vom Alltag ein. Entspanntes Wohnen. Egal ob Single oder Familie, machen auch Sie die Horst-Jonas-Straße zu Ihrem neuen Zuhause. Bei der Modernisierung Ihres Wohnungsbestandes steht für die Neuwoges immer auch der Abbau von Barrieren ganz oben mit auf dem Plan. Ob durch Neugestaltung von Grundrissen, Umbau von Bädern oder durch Nachrüstung von Aufzügen. Anfang Juni in der Viljuferstraße 2-8. Die leitende Projektingenieurin Susanne Bader erklärt für unser Magazin, welche Bauarbeiten hier in den nächsten Wochen und Monaten stattfinden. Das Wohnhaus wird mit Aufzügen ausgestattet. Erschlossen werden 40 Wohnungen an diesem gesamten Objekt und es stellt natürlich eine Erleichterung für die Mieter dar, insbesondere natürlich in den oberen Etagen, sodass man hier auf jeden Fall eine Wohnverbesserung hat. Um das fünfgeschossige Wohnhaus durch Aufzüge zu ergänzen und diese zugänglich zu machen, müssen die Treppenhäuser auf den Etagen geöffnet werden. Einige Tage später können wir uns diese spektakuläre Betonoperation anschauen. Die zuvor herausgetrennten Platten werden durch die Kraft eines Krans Stück für Stück aus der Fassade gehoben. Präzisionsarbeit, ausgeführt durch erfahrene Unternehmen, die der langjährige Partner in Sachen Aufzugsnachrüstung SBM Stahlbau Müritz mit ins Boot holt. Eine Woche später sind schon andere Gewerke im Einsatz. Tiefbau bereitet die Gründung der Aufzugschächte vor. Dabei gibt es viele Details zu beachten. So muss zum Beispiel auch ein Abflussrohr umverlegt werden. Schon häufiger konnten wir im Neuwoges-Magazin von Aufzugsnachrüstungen berichten. Wie hier zum Beispiel 2021 und 2022 in der Kirchenallee. Für immer mehr Bestandswohnungen über Aufzüge barriereärmeren Zugang zu ermöglichen, ist für die Neuwoges die folgerichtige Strategie, wenn man auf die demografischen Entwicklungen und Prognosen schaut. Es wird mehr Wohnraum benötigt, der für Mieterinnen und Mieter auch im Alter und mit körperlichen Einschränkungen nutzbar ist. Über Neubau allein nicht leistbar, ist der Barrierenabbau im Bestand eine wichtige Stellschraube. So reihen sich auch die aktuellen Aufzugsnachrüstungen in der Viljuferstraße mit ein. Zumal Bestand und Wohnungen dadurch grundsätzlich und für alle mit mehr Komfort aufgewertet werden. Ja, die Aufzugsanbauten sind natürlich nicht nur vorteilhaft für ältere Mieter. Wir merken auch in der Nachfrage, gerade in den oberen Etagen, dass die dann auch von Familien besser angenommen werden, weil Aufzüge sozusagen auch den Zugang der Wohnung ja, auch für alle anderen Mieter verbessern. Nach diesen noch einmal rückschauenden Bildern von den beeindruckenden Kranarbeiten des Modernisierungsprojektes wollen wir nicht versäumen, auch einen Ausblick zu geben.
wie das Wohnhaus dann nach Abschluss der Arbeiten an Aufzügen und Umfeld Ende des Jahres aussehen soll, kann eine Computersimulation veranschaulichen. Eine neue Aufzugsschachtkonstruktion mit Eingangsbereichen wird sich harmonisch in die Gesamtansicht einfügen, als wäre es nie anders gewesen. Wer hätte das bei Bau des Hauses vor gut 50 Jahren gedacht? Auch die Digitalisierung ist eine Form von Barriereabbau. Viele Wege können sich dadurch gespart werden. So bietet sich mit unserem Mieterportal Meine Neuwoges eine komfortable, multifunktionale Kommunikationsplattform. Um die Neuwoges einfach und schnell zu erreichen, ist es in aller Regel nicht notwendig, hierher ins Kundenzentrum zu kommen. Vieles lässt sich über die Telefonhotline erledigen oder noch einfacher und zeitunabhängiger über das Mieterportal Meine Neuwoges. Johannes Mansfeld ist mit dieser digitalen Kommunikationsplattform von Beginn an betraut. Ja, also seit 2022 sind wir mit dem Kundenportal am Start sozusagen, haben ausgerollt. Bis heute haben sich über 4.400 Nutzer aktiv angemeldet und wir haben nach und nach die Palette an Dokumenten, die wir den Mietern zur Verfügung stellen, erweitert von Mietverträgen, Übergaben, Abnahmen und jetzt dann auch Betriebskosten. Und Betriebskosten ist unser Stichwort. Mitte des Jahres kommt die Betriebskostenabrechnung in der Regel noch klassisch per Post zu den Mieterinnen und Mietern. Und der Umfang an Informationen und Daten nimmt immer mehr zu. So kommen schnell 14, 15 Seiten Papier zusammen. Das auf alle Neuwoges Mietverträge hochgerechnet, erfordert hohen Arbeitsaufwand und vor allem eine ziemlich große Menge Papier. Und es ist ja dann auch nicht nur manchmal ein Brief, sondern es sind dann auch der Betreuer oder ein abweichender Zahlungsempfänger, der dann auch entsprechend informiert werden muss. Und daher sind es manchmal zwei oder drei Briefe pro Mieteinheit. Alles andere als zeitgemäß und umweltbewusst. Der digitale Weg über das Mieterportal Meine Neuwoges ist die bessere, papiersparende Alternative. Die Anmeldung ist einfach, die Benutzung auch und die Betriebskostenabrechnung steht dann schnell und rein digital für den Mieter zur Verfügung. Und idealerweise bekommt er dann, sofern das Dokument hochgeladen wurde hier, direkt eine E-Mail-Benachrichtigung, in der dann steht, dass eine Betriebskostenabrechnung hochgeladen wurde. Er kann sich also sofort im Portal anmelden, kann sich über meine Dokumente die Betriebskostenabrechnung herunterladen, gerne auch zwischenspeichern für ein eigenes Archiv. Und dann eben nur bei Bedarf auch ausdrucken. Noch schneller und direkter funktioniert die digitale Zustellung der Betriebskostenabrechnung übrigens mit Push-Benachrichtigung über die Meine Neuwoges App auf dem Smartphone. Also gehen Sie mit der Zeit und melden auch Sie sich bei Meine Neuwoges an. Das Mieterportal im Web und als App bietet nämlich zudem viele weitere Vorteile. Und jetzt gibt es wieder schweißtreibenden Sport in unserem Magazin. Ich sage nur 273 Stufen, 14 Etagen. Auch in diesem Jahr wurde der HKB-Turm im Herzen der Vier-Tore-Stadt wieder zur sportlichen Wettkampfstrecke. Einmal mehr lud der Treppenhauslauf der Neuwoges ein, 14 Etagen möglichst zügig und zu Fuß zu bezwingen. Körperliche Herausforderung und beliebter Wettbewerb für Jung und Alt. Schon zum 18. Mal seit 2005. Moderator Mario Scherbart kennt die Veranstaltung seit Jahren, ist immer wieder gern dabei und sieht die tolle Entwicklung. In diesem Jahr haben wir eine professionelle Zeitmessung. Das ist sehr schön, weil das erspart unbedingt den Leuten das Anstehen. Gerade so bei ein bisschen kühlem Wetter hat man das Problem, dass man sich dann nicht so warm hält. Und das ist natürlich sehr, sehr schön. Der ganze Ablauf ist professioneller dadurch. Und auch dadurch, dass jetzt der Tower Running Verein hier mitmacht und das als Station in Neubrandenburg dazugekommen ist, finde ich sehr, sehr toll. Und das müssen wir unbedingt weiterhin machen. Und ich freue mich schon auf der 20. Dann haben wir ein Jubiläum. Und ich hoffe, dass ich dann auch noch dabei bin und alle anderen auch. Und bin gespannt, wie viel wir heute noch an den Start schicken.
Rückblickend lässt sich dazu gleich an dieser Stelle sagen, es wurde ein neuer Rekord. 130 Teilnehmerinnen und Teilnehmer stellten sich den 273 Stufen hinauf in den Turm. Also das erste Mal bin ich jetzt dabei gewesen. Ich wollte es mal ausprobieren, wie es ist und so. Also es war eigentlich sehr toll eigentlich. Mein Ziel war unter einer Minute zu laufen. Letztes Mal hatte ich eine Minute 005. Ja, eine Minute 008. Leider wieder nicht, aber ich laufe noch als Team, also da habe ich noch eine Chance. Seid ihr bereit? Ob im Team, einzeln oder auch in Familie. Beim Treppenhauslauf zählen in erster Linie das Mitmachen und der Spaß. Aber natürlich werden hier in allen Altersklassen auch beeindruckende Leistungen gezeigt. So lief Helmut Huber, als Jahrgang 1949 der älteste Teilnehmer, in 2 Minuten 27 bis in die 14. Etage. Dabei sei er eher ein Mann der Langstrecke, wie er uns erzählte. Das schaffe ich auch nicht mehr. Meine längsten Läufe, die waren in Bad Wildbad im Schwarzwald, das sind 1900 Stufen. Und dann bin ich vor 3 Jahren die längste Treppe der Welt gelaufen in der Schweiz mit ca. 12.000 Stufen. Da reden wir dann von über 2 Stunden Treppenlaufen. Im HKB-Turmsprint gilt für die jüngeren Semester die 1 Minute als magisch. Janu Bark hatte schon im vergangenen Jahr bewiesen, dass er an dieser Marke kratzen kann. Wohl förmlich gen Himmel durch das Treppenhaus fliegend, erkämpfte der SCN-Sportler dieses Mal mit 57,33 Sekunden eine Topzeit, die auch nicht mehr eingeholt wurde. Erstmals konnten mit dem Treppenhauslauf auch für den Tower Running Cup Punkte gesammelt werden. Der Neubrandenburger Sportklassiker reiht sich nun in deutschlandweit viele spannende Treppenhauslauf-Events mit ein. Auch Siegfried Flohr fand so in die 4-Tore-Stadt und in die 14. Etage. Ja, wir sind zum ersten Mal dabei, kommen aus Berlin und bei dem schönen Wetter und der super Treppe war das ein schöner Sprint. Ich habe versucht alles zu geben, Zeit kenne ich noch nicht, mal schauen was rauskommt. Siegfried Flohr konnte mit seinen 61 Jahren 1 Minute 03 erlaufen. Respekt. Und noch einmal Respekt, auch für diese spontane Teilnehmerin. Sie erweiterte die internationale Gästeschar des Treppenhauslaufes bis in die USA. Wie kam es dazu? Weil ich bin in einem Alumni-Treff der Gruppe Wissenschaftskollegin Greifswald und wir haben einen Ausflug nach Neubrandenburg gemacht. Und wir sind einfach hier gekommen und das war so eine tolle Möglichkeit. Man muss mitmachen. Welch eine tolle Werbung für eine tolle Veranstaltung. Natürlich wurden alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer geehrt und die jeweils Besten auch mit Preisen ausgezeichnet. Kleine und große Geldgewinne, für welche die Neuwoges rund 2500 Euro zur Verfügung stellte. Und das genauso gern, wie diese Veranstaltung jedes Jahr wieder gern auf die Beine gestellt wird. Ja, es war wunderbar, das Wetter hat gestimmt, die Teilnehmerzahl freut uns natürlich, dass sich der ganze Aufwand, den wir da treiben, auch gelohnt hat. Ich glaube, den Teilnehmern hat es ganz viel Spaß gemacht, wenn ich hier in die Gesichter geguckt habe und so kann es dann weitergehen. Wir beenden die Sportlichen mit einem kräftigen Sport. Hey! Jawohl, vielen Dank. Am 11. August wird die Heimstätte der Neubrandenburger Philharmonie, die Konzertkirche, Veranstaltungsort für ein Musikerlebnis der Extraklasse. Im Rahmen der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern gastiert das Galilei Chamber Orchestra in der 4-Tore-Stadt. 35 junge Musikerinnen und Musiker bringen gemeinsam Werke von El Carter, Beethoven und Mendelssohn Bartholdy zu Gehör. Musik verbindet Welten. Der Erlös des von der Neuwoges unterstützten Konzerts geht an gemeinnützige Organisationen, die sich für die Verständigung zwischen jüdischen und arabischen Menschen einsetzen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das war sie auch schon, die Juli-Ausgabe unseres Neuwoges-Magazins. Wir würden uns freuen, wenn Sie auch im August wieder vorbeischauen. Auf Wiedersehen, Ihre Alea Tara Intres.